Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Gäste! Ja, in der Tat, es hört sich gut an, was hier vorgelegt worden ist. Man könne viele Probleme auf einen Schlag lösen. Aber ich möchte an der Stelle, das Wortspiel sei mir erlaubt, da etwas Salz in die Suppe kippen. Als Linke fordern wir seit 2010, dass die salzhaltigen Abfälle aus der Kaliumindustrie nicht mehr in das Grundwasser verpresst werden, in die Werra eingeleitet werden oder auf Halden gekippt werden. Und die umweltschonendste Entsorgung ist, diese Abfälle nach einer stofflichen Rückgewinnung der wertvollen Salze wieder in die Hohlräume unter Tage zu bringen. Nur durch diesen festen Versatz, wie es bergmännisch heißt, können die Grubengebäude tatsächlich optimal gesichert werden. Der Versuch, eine dauerhafte Entsorgung für Abfälle zu etablieren, ist 2010 am runden Tisch Werra-Versalzung gescheitert, und dies auch mit tatkräftiger Unterstützung der damaligen hessischen Landesregierung. Jetzt beantragt K+S selbst eine Lagerung von Abfällen unter Tage, und jetzt soll es auf einmal ganz schnell gehen. Der zentrale Unterschied: K+S möchte in der Grube springen, keine festen Abfälle, sondern eine konzentrierte Salzlauge einstapeln, welche sich vermutlich über Jahrhunderte nicht verfestigen wird. Und deshalb melden wir aus drei Gründen Bedenken an. Und ich hoffe, dass wir das auch im Ausschuss dann noch einmal thematisieren. Und da gibt es mit Sicherheit im Rahmen der Anhörung das eine oder andere, was tatsächlich ernsthaft geprüft werden soll. Erstens. Es ist bis dato ungeklärt, ob die Einstapelung der vorgesehenen Magnesiumchloridlösung den Süßwasserzustrom in der Grube Springen wirklich stoppen kann. Sie wissen, das Land Thüringen musste über Jahrzehnte schon mehrere Millionen Euro einsetzen, um das eindringende Süßwasser abzupumpen, weil es die Standsicherheit der Grube gefährdet. Ein fester Versatz, und das, meine Damen und Herren, ist sicher, ein fester Versatz würde den Zufluss stoppen und die Standsicherheit der Grube tatsächlich erhöhen. Auch wenn der Süßwasserzufluss gestoppt würde, bleibt das Problem, dass die eingestapelte Lauge immer noch ungesättigtes Wasser enthält. Und solange Wasser im Spiel ist, können Umlösungsprozesse die tragenden Pfeiler schwächen. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass dieses eben so weit geht, dass es zu einem Bergsturz kommt. Und dieser Erkenntnis, meine Damen und Herren, ist bis heute nicht widersprochen worden. Ein Bergsturz mit verheerenden Folgen, gleich ob er nach Jahrzehnten oder nach Jahrhunderten eintritt, kann eben nicht ausgeschlossen werden. Aber nach dem Berggesetz muss dies zweifelsfrei nachgewiesen und belegt werden. Kali und Salz selbst legt 2018 dar, und da zitiere ich mal: Für den gesamten Prozess der Einstapelung von mineralisierten Lösungen in Kalibergwerke sowie für die daraus resultierenden langfristigen Auswirkungen liegen bisher keine ausreichenden Erfahrungen vor. 2018 Kali und Salz. Und zwei Jahre später soll genau dieses Verfahren für die Änderung des Staatsvertrages notwendig sein und angewandt werden. Warum die Landesregierung ohne ausreichende Erfahrung jetzt sicher sein soll, müssen Kali und Salz und die Landesregierung uns im Ausschuss zweifelsfrei darlegen. Jetzt könnten ignorante Gemüter wie bei der Schwermetallbelastung durch die K+S-Rückstände in Hattendorf ja sagen, dass es ja das Problem der Thüringer sei. Thüringen müsse sicherstellen, dass die Grube für immer hält. Das lässt mich zu meinem dritten Punkt kommen. 1993 argumentierte K+S für die Erhaltung des Grubenverbundes des Werra-Werkes, und da zitiere ich wieder einmal: Die Grubenbaue der Kaliwerke Springen, Merkers und Unterbreitsbach stehen unter Tage mehrfach in einem Verbund. Dieser Grubenverbund stellt hydrologisch eine Einheit dar und muss bei der Planung zukünftiger Bergwerkaktivitäten als ungeteiltes Ganzes berücksichtigt werden. Das heißt, eine Abschätzung der gesamten geologischen Risiken kann nicht für Teilfelder alleine vorgenommen werden. So sagt es K+S. Um das ungeteilte Ganze nicht noch größer zu machen, wurde die Beschädigung dieses 200 Meter starken Sicherheitspfeilers der Markscheide zwischen Thüringen und Hessen durch den Staatsvertrag untersagt. Zu dem Plan von K+S
kurz nach der Wende eine solche Verbindung zwischen dem Bergwerk Unterbreitsbach und Hessen herzustellen, wird in dem zentralen Gutachten für die Treuhand ausgeführt. Und ich zitiere jetzt aus der Zusammenfassung für den Treuhandausschuss. Herr Felstehausen, aber bitte sehr kurz. Jawohl. Von der Rollach-Verbindung zum Kernstück des Werra-Konzeptes geht eine latente Gefährdung der Untertagedeponie in Herfer-Neurode aus. Und das, meine Damen und Herren, ist das zentrale Problem. Frau Ministerin hat darauf hingewiesen, dort lagert Europas gesammelter Giftmüll. Und wir müssen verhindern, dass diese Giftmülldeponie irgendwann, und sei es in 100 oder 200 Jahren, tatsächlich durch einen Bergschlag und dann austretende Wässer in Mitleidenschaft gezogen werden. Und dort, meine Damen und Herren, ist die Landesregierung uns den Beweis bisher schuldig geblieben. Vielen Dank.